Hallo ihr Lieben, hallo du Liebe, hallo du Lieber. Ja, herzlich willkommen hier, aber nochmal hallo. Wie sage ich denn das eigentlich korrekt? Ich sage immer hallo ihr Lieben. Ich stelle mir immer vor, ihr seid mehrere, als wenn ich so zu euch, das ja schon mal erzählt, wie in meiner Wolloase früher gesprochen habe, wenn ich dann so mit mehreren Menschen direkt kommuniziert habe. Ich weiß aber, dass du mich jetzt höchstwahrscheinlich zumindest als Einzelperson anschaust. Ja, wie sage ich denn das richtig? Egal, ne? Hallo, seid herzlich gegrüßt. Wenn du mich schon öfter gesehen hast, dann weißt du, du bist hier bei Shania M. bei Michaele auf dem Kanal gelandet. Shania M, mein Label, Michaele, mein Name, für all die, die mich heute das erste Mal finden. Alle herzlich gegrüßt. Ja, dann als erstes ganz, ganz lieben Dank für die netten Kommentare. Ich war so hin und weg, als ich das immer wieder gelesen habe nach meinem letzten Sabbelvideo, wo ich ja gesagt habe, das wird so lang und ich sabbel hier nur und was erzähle ich euch eigentlich alles? Das will doch überhaupt keiner hören. Wahrscheinlich habt ihr alle schon abgeschaltet. Es kamen so liebe Nachrichten als Kommentare, als Mail. Also ich habe mich über jeden Einzelnen gefreut. Bitte seht es mir nach, dass ich dann euch ein Herzchen schenke. Es kommt vom Herzen, weil ich mich sehr freue. Alles andere schaffe ich halt im Moment gar nicht so besonders. Ich schaffe, ja, was heißt schaffen? Man schafft immer das, was man möchte, ist klar, ne? Irgendwo muss jeder Abstriche machen. Da bin ich schon wieder mittendrin im Sabbeln. Und ja, ich denke, ihr seht es mir nach. Wenn ihr mich schon abonniert habt, herzlichen Dank. Wenn nicht, ich habe es geschaut. Ich war mal neugierig, was auf meinem Kanal los ist. Und es sind sehr, sehr viele, die mich schauen, aber eben noch nicht abonniert haben. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dazu bitten dürfte, mal diesen Button zu drücken. Es kostet euch ja nichts. Doch, es kostet euch die Energie, euren Finger auf diesen Button zu drücken. Dankeschön dafür, wenn ihr es denn macht. Allen anderen auch schon mal danke, die mich ja schon abonniert haben. Ich hätte es mir ja nicht vorstellen können. Wisst ihr auch, erzähle ich so ziemlich jedes Mal, weil es eben auch etwas ist, was mich ja so berührt, ne? Das ist grandios. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich freue mich und es macht mir ja auch Spaß. Und zu dem Abo wollte ich noch sagen, es kostet euch ja nichts, doch die Energie, aber eben ansonsten nichts. Ne? Das ist kein Abo, wo ihr dann irgendetwas bezahlen müsst. Ihr könnt da auch jederzeit wieder rausgehen. Der Vorteil ist einfach, wenn ihr das Abo gedrückt habt, da freue ich mich sehr drüber. Das berührt mich dann, weil ich sehe, dass das, was ich mache, ein wenig Freude gibt. Und ja, für euch der Vorteil, wenn ihr das Abo gedrückt habt, mich abonniert habt, so heißt das wohl korrekt, bin ich schon wieder bei deutscher Sprache, ne? Auch wieder so eine Geschichte von mir, dann bekommt ihr ja immer eine Nachricht, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe, wenn ich euch also wieder etwas erzählen und vorsabbeln möchte oder wenn ich so wie in den letzten Tagen eben meine kleinen Strickvideos hochlade. Ja, und da kommen wir schon mal zu dem ersten. Nein, sorry, einmal zurück, nochmal retour, pro forma, muss ich wieder noch sagen. Ich halte Dinge in die Kamera, Wolle, Nadeln, Bücher, keine Ahnung, jedenfalls etwas, was als Werbung ausgelegt werden könnte. Und deshalb sage ich wieder vorab, dies ist eine Dauerwerbesendung. Das ist unbezahlt und unbeauftragt. Alles sind alles von mir gekaufte, bezahlte Sachen. Ich mache das hier einfach aus Spaß. Ich werde da nicht gesponsert und nicht unterstützt. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch mal, ne? Mal schauen, was sich dann ergibt. Nein.
Ist alles gut, wie es ist, und das ist auch gut so. Ja, dann habe ich diese Proforma-Rechnung getragen und möchte euch nun als erstes, ich versuche ja immer etwas Altes zu zeigen, etwas Fertiges, dann etwas Unfertiges, was in Arbeit ist, und dann auch die sogenannten UFOs, die also schon lange liegen oder die jetzt wahrscheinlich ins Körbchen wandern und dann lange liegen werden. Ja, und heute fange ich mal wieder an mit dem, das kennt ihr schon, das ist also nichts Neues, was ich euch zeigen kann, es ist schon etwas Älteres, ich habe es auch schon gezeigt. Das ist heute mein Entwicklungstuch nochmal, trage ich, weil es eben so schön zu meiner Jacke gepasst hat. Da habe ich mir das vorhin, als es ein wenig kühler wurde. Ja, ich war vorhin in einem Online-Strickkurs. Ich lerne was Neues. Erzähle ich euch nachher noch ein bisschen drüber. Dann habe ich erst noch Küche geräumt. Und wenn ich mich dann so ein bisschen hinsetze, wird es doch etwas frischer. Und habe ich gedacht, ach, nimm mal das Tuch. Es lag hier auch noch so schön griffbereit. Kann ich es euch noch mal zeigen? Denn dazu möchte ich auch noch ein klein wenig erzählen. Ich stricke ja im Moment das zweite Entwicklungstuch nach meiner Anleitung und habe da ja in den letzten Tagen die kleinen Videos schon hochgeladen. Da habe ich ja hier unten mit beiderseitigen Zunahmen begonnen und dann in verschiedenen Mustern. Und wer eben Spaß daran hat, dieses Tuch so mit mir zu stricken, wie ich es denn hier vorgeschlagen habe, oder die Muster anders anzuordnen oder auch nur ein Muster zu wählen, der ist da ganz frei. Das sage ich auch in den kleinen Videos dann immer wieder. Fühlt euch da einfach frei. Ich finde ja so schön dieses Lochmuster. Da könnte ich mir ein ganzes Tuch vorstellen. Vielleicht so etwas Zartes mit ein bisschen Mohair oder Perlen drin. Allerdings kommt nach diesem Muster, da stricke ich jetzt noch einmal ein Schachbrett. Das ist das Schachbrettmuster. Da stricke ich jetzt noch einmal 8 Reihen und dann kommt das nächste Muster mit dem sogenannten Lochmuster 2 aus meiner Anleitung. Die Anleitung verlinke ich euch gern dann hier nochmal drunter, falls ihr jetzt das erste Mal schaut und das interessant findet. Wie gesagt, ich versuche da euch immer zu erzählen, wie ihr auch frei sein könnt, dass ihr nicht unbedingt hier nachgehen müsst. Wer also Papier braucht, kann die Anleitung sich besorgen. Wer aber nach den Anleitungen, nach den Videos gehen möchte, ist das ja auch vollkommen okay. Wir wollen unsere Sache rausfinden, die uns Spaß macht. Ja, und dann zu dem Lochmuster, was dann kommt, brauche ich also jetzt noch ein kleines bisschen, bis ich das im nächsten Videoteil zeigen kann. Denn ich stricke, wie gesagt, ja das Tuch. Ihr seht hier meine Nadeln und mein Restbobbel. Er nimmt ab, ne? Es kommt dann also noch das Lochmuster 2 und dann kommt noch das Perlmuster. Und ich glaube, dann bin ich fertig. Ich glaube, so ist das. Also demnach kämen noch 2 Videos und dann eben das Abketten und ich zeige oder ich bemühe mich wirklich zu zeigen von Anfang an, so dass eben auch Strickanfänger, Anfängerinnen da dieses Tuch mit mir stricken kann. Und ich habe mich, wie gesagt, über die Kommentare so sehr gefreut. Ich habe da auch schon ein paar so nette, süße Rückmeldungen bekommen. Oh, ja, das freut mich. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, ne, wäre ja gelogen, aber wenn man sagen würde, aber das geht mir runter wie Öl, wenn mir dann jemand schreibt, dass sie jetzt damit in der Lage ist, ihr erstes Tuch zu stricken. Dann freut mich das. Und dafür mache ich das ja. Mir macht es einmal Spaß, mal was zu sabbeln. Ne? Kontakte sind nicht mehr so rege, wissen wir ja alle. Und dann mal was raus sagen. Und wenn man dann diese Rückmeldung bekommt, ist doch einfach nur schön. Also, das Entwicklungstuch. Daran war ich jetzt schon ziemlich fleißig, denke ich. Doch, es wächst. Ein bisschen Geduld. Die restlichen Videos kommen. Dann können wir das damit fertigstellen. Ja, dann habe ich eben erzählt, dass ich in einem Strickkurs war. Online natürlich. Funktioniert wunderbar, ist auch nicht mein erster. Ich habe da schon mehrere mitgemacht. Das ist eine ganz besondere Strickart.
Das nennt sich Strickrauschen. Und ich verlinke euch das natürlich hier unter dem Video dann auch gerne. Dann könnt ihr da mal lesen, denn dazu kann ich leider keine weiteren Ausführungen machen. Das ist der Gabriele Kluge, die Erfinderin dieser kluge Strickart, dieses Strickrauschens vorbehalten. Die hat da ihr Patent drauf und das ist auch gut so. Ich lerne da immer noch sehr viele schöne Sachen und möchte ja auch mal ein extra Video machen, um eben noch mal zu zeigen, was ich da schon mal gemacht habe. Also im Moment, nein, ich fange mal anders an. Ich bin gleich wieder da. Ich hebe jetzt mal etwas von der Wand. Ich hebe mal etwas von der Wand, weil, mal gucken, ob ich das gehandelt kriege. Ich denke schon. Also, mal gucken. Ja, das ist mein erstes großes Werk, was ich nach einer Fotovorlage gestrickt habe. Also mit ziemlich dünnem Garn, relativ dünner Nadel, wird das dann in einer besonderen Stricktechnik gestrickt. Das ist meine malerische Landschaft hier. Ja. So wie wir hier leben, ne? Mit viel Acker und Feld, mit ein klein wenig Hügel und Wald und mit schönen Wolken. Wenn wir denn schöne Wolken haben, im Moment ist es, sage ich glaube ich, bei jedem Video wieder, seit Wochen, seit Monaten. Ich hänge das Bild mal eben gerade wieder an seinen Platz und bin gleich wieder bei euch. Also seit Monaten ist es grau in grau. Ich vermisse die Sonne. Ich denke, ihr auch. So, nun stehe ich einmal, nehme ich mir hier noch mal eine Tasse Tee mit rüber. Bin ich euch mal wieder vor der Kamera rumgeturnt. Lasst ihn euch auch schmecken. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder weit über 10 Minuten geredet. Ha, wo ist denn immer die Zeit hin? Also diese Strickart begeistert mich insofern, da es eine besondere. Wir stricken nur rechte und linke Maschen, in der Hauptsache rechte Maschen, weil kraus rechts und dann in einer besonderen Strickart. Und eben habt ihr vielleicht gesehen, dass meine Felder alle in diese waagerechten Richtungen liefen. Und jetzt lerne ich dann auch, wie man waagerecht mit senkrecht verbinden kann, wie man da richtige Hügel reinstrickt. Und ich zeige euch nur mal eine kleine Strickprobe. Dann sieht das nämlich so aus. Und da wird dann auch irgendwann mal, wie gesagt, nur erstmal eine Probe, wird dann irgendwann ein schönes Bild von. Also nicht von diesem, sondern das, was ich jetzt lerne. Ne? Ist sehr interessant, ist mal was anderes für mich. Und wie gesagt, diese Bilder stricken, das hat mich fasziniert. Wenn ihr da reinschaut, ne, dann lasst euch mal überraschen, was da für tolle Werke entstehen. Also ich bin, ja, ich würde mich tatsächlich noch als Anfängerin bezeichnen. Ich habe mal ein Wasserwellentuch gestrickt nach dieser Art. Kann ich leider nicht mehr zeigen, ist im Herbst, Winter, also zum Jahresende, mit ins Ahrtal als Spende gegangen. Dann habe ich mal eine Babydecke in der Strickart gemacht, diagonal gestrickt, ist als Spende an unsere Babys gegangen, wo wir ja auch immer Mützen und Decken für Neugeborene in unserem nahegelegenen Krankenhaus stricken. Und was habe ich noch gemacht? Das Größte war halt dieses Bild. Dann habe ich eine Pause eingelegt. Und jetzt war mir irgendwo so am Jahresende, ach, ich möchte gern mal noch mal wieder was lernen. Und ja, mir kamen wieder so ein paar Bilder. Ja, das sind immer dann so meine Geschichten. Ne? Eigentlich hat man ja schon so viel und sowieso nicht genügend Strickzeit. Aber Michaele nimmt dann mal noch was Neues dazu. Ja, dann habe ich euch beim letzten Mal von einer Wolllieferung von Wasserwolle berichtet und habe, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, habe ich die Wolle, doch die Wolle habe ich gezeigt, aber ich habe noch nicht gesagt, was es von wird, weil das sollte eigentlich ursprünglich ein Geheimprojekt werden und dann mal in eine, möglicherweise in eine Veröffentlichung reingehen. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr mir länger folgt,
dass ich auch für ein Zeitschriftenmagazin, die Anna, arbeite und dass ich sag mal, ich habe mich jetzt dazu entschieden, es für mich zu nutzen und nicht in die Veröffentlichung. Wenn ich etwas in die Veröffentlichung gebe, darf ich vorher nichts von erzählen, ist klar, ist logisch. Habe ich nachher auch nicht mehr so die Verwertrechte daran. Ich darf nach einem halben Jahr mal wieder das zeigen und ne, aber das ist immer alles ein bisschen schwierig. Ist auch egal, will ich nicht so viel drum rumsabbeln, ist ja nur unsere Zeit. Stricken wir gleich lieber eine Runde. Ich habe mich jetzt also entschieden, ich mache das für mich und wenn ihr Lust habt, mit euch gemeinsam. Das dauert noch ein klein wenig. Wir stehen da ja erst in den Startlöchern mit der Ute von Wasserwolle. Ich hatte euch aber schon die Wolle gezeigt und jetzt turne ich noch mal rum, weil ja, der Strang, der gekommen war, den habe ich gewickelt und habe dann auch sofort angestrickt. Und dieses Stricken hat mir so große Freude bereitet, dass von dem 100 Gramm Knoll nur noch dieses bisschen übrig ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm, ich habe die nicht gewogen, ist auch egal. Das ist ein ganz normales Sockenwollgarn. Sie schreibt hier dreifach. Das hat 80% Schurwolle, 20% Polyamid, ist handgefärbt und hat eine Lauflänge von 366 Meter auf 100 Gramm. Und dann hatte ich so viel Spaß daran und merkte schon, oh, das geht so toll und das funktioniert als Tuch, aber ein Tuch aus 100 Gramm ist ja doch ein bisschen wenig. Also habe ich mal schnell das nächste geordert, mir aber keinen Kopf mehr darüber gemacht, sondern einfach nur mal eben geordert. So, das ging dann auch wieder die Lieferung super schnell. Liebe Ute, falls du das siehst, ich weiß, du hast schon geschaut, falls du das wieder siehst, ne, sei gegrüßt. Heute nach, ich glaube, 3 Tagen ist das schon hier bei mir. Ute hat mir auch wieder freundlicherweise 2 Teeproben von englischem Tee mit reingepackt. Probiere ich dann immer sehr gern. Ist dann auch mal was anderes. Sie hat ja die norddeutsche und nein, überhaupt nordeuropäische Wolle vertreibt sie. Und diese, wie gesagt, von ihr handgefärbt. Ja, bei der Bestellung noch nicht weiter drüber nachgedacht. Ich lasse euch mal schon mal einen ganz, ganz, aber nur einen kurzen, weil alles verraten kann ich ja noch nicht, ne? Nur mal so ganz kurz, weil ich euch auf was Besonderes hinweisen möchte. So, und da seht ihr, ist sehr viel Dunkelblau drin. Hellblau ein bisschen, aber überhaupt kein Weiß. So, und dann wissen wir ja, ich meine, ich weiß das und das ist auch kein, alles gut, kein Reklamierungsgrund und keine Beanstandung, aber wer sich nun mit Thema handgefärbten Garn noch nicht so auseinandergesetzt hat, dem möchte ich das schon nochmal erzählen. Die Wolle, die nun heute gekommen ist, die sieht im Strang ja schon mal optisch sehr viel heller aus. Klar, das ist dasselbe und trotzdem ist ja jedes, was aus so einer Charge stammt. Die färben wohl immer 4 oder 5 Stränge in einem Bad. So habe ich mir das jedenfalls sagen lassen. Außer Solarfärbung habe ich noch nie Wolle gefärbt. Also bin ich auf Fremdwissen angewiesen. Jedenfalls sieht die schon mal sehr viel heller aus. Und ich habe auch tatsächlich mal, ich habe mir jetzt nämlich 3 Stränge bestellt. Einen wollte ich hier noch an das Tuch und dann wollte ich dasselbe nochmal stricken in einer anderen Tuchform, um dann wieder später euch die Unterschiede zeigen zu können. Wenn das dann mal alles mit Anleitung und ne, mit Videos und dann online gehen kann und wir dann vielleicht das nochmal wieder gemeinsam stricken. Also falls ihr da Interesse habt, schreibt mir doch mal, ob euch das so interessiert. Diese Strickart. Also wie gesagt, macht mir große Freude.
Dann habe ich schon mal zwei von diesen Strängelchen schon mal so weit aufgedröselt, weil ich ja wickeln wollte. Und da seht ihr eben schon, dass da nicht dunkelblau mehr drin ist. Wie gesagt, das ist kein Reklamierungsgrund. Ich will das auch, ja, es ist alles okay. Wenn ich jetzt schaue, ist der hintere, der Strang im Ganzen etwas dunkler. Den werde ich jetzt also für mein angefangenes Tuch nehmen und die anderen beiden, die scheinbar noch heller sind, dann für das nächste. Und dann muss ich halt wirklich schauen, wie entwickelt sich das und wie bekomme ich jetzt so viel heller in mein relativ viel dunkleres Tuch rein. Jetzt habe ich mir vorhin schon überlegt, sowas geht mir ja dann durch den Kopf, wenn ich Küche aufräume. Ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen, so langsam, und werde immer zwei Reihen hier mitstricken und zwei Reihen hier mit, dass das so ein leichterer Übergang wird. Wenn ich das jetzt zu Ende stricke und dieses ansetze, dann hat man da so einen richtigen Block drin. Also, oh. Die Handfärberinnen sagen auch, wenn man eben für ein Großprojekt aus einer Charge, also zum Beispiel für einen Pullover oder eine Jacke, fünf Stränge aus einem Farbbad nimmt, sollte man trotzdem mit zwei Knäueln arbeiten, damit eben diese Blockstreifen nicht auffallen. Ich habe das auch schon mal in einem früheren Video von handgefärbter Zauberglöckchenwolle gezeigt. Da hatte ich mal so einen helltürkisfarbenen Strickjacke an, als Raglan mir gestrickt. Und da sah man eben auch diese kleinen Farbabschnitte, Unterschiede. Das ist eben speziell handgefärbt. Wenn man das nicht mag, dann lässt man die Finger von oder man sucht eine Lösung und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ich selber bin natürlich jetzt wieder, jetzt kommt wieder das Interessante, ne? Ich bin ja jetzt schon wieder so gespannt, wie sich das entwickelt. Wisst ihr, das ist jetzt, stricke ich jetzt dieses, weil ich so gespannt bin? Stricke ich jetzt dieses, weil ich so gespannt bin? Stricke ich aber mein Entwicklungstuch, weil ich doch gerne mit euch gemeinsam weiterkommen möchte. Ihr sollt ja nicht zu lang warten. Möglicherweise gibt es ja Schnellstrickerinnen, Stricker, die jetzt händeringend auf den nächsten Teil mit dem nächsten Muster warten. Ich weiß es ja nicht. Ja, also, und ist ja nicht so, dass ich nicht noch was anderes angefangen habe, ne? Kennt er mittlerweile schon von mir, ne? Ja, bei der Ute hatte ich mir dann noch dieses Knäuel mitbestellt. Das ist von den West Yorkshire Spinners. Die Signature Sparkle Fourply. Das ist auch ein englisches Garn mit 75% Wolle, 20. Jetzt kann ich das wieder nicht lesen. 23% Nylon. 23% Nylon, 2% Polyester. Polyester sind die Glitzer. Seht ihr die Glitzer? Ich meine, Weihnachten ist ja vorbei, aber kommt irgendwann wieder. Spielt in dem Fall aber auch keine Rolle. Das wird in einen Teststrick gehen. Und zwar habe ich diese Wolle händeringend gesucht und in meinem, was mir empfohlen wurde. Da war es nicht mehr vorrätig, aber Ute hatte das jetzt noch. Gott sei Dank kann ich dann auch das in Angriff nehmen. Und soll ich euch was sagen? Natürlich bin ich auch da gespannt, wie das wird. Ne? Was nadel ich zuerst? Könnt ihr es mir verraten? Ja, und dann kommen noch so schöne Sachen dazu, eure lieben Kommentare, die ihr mir schreibt. Und tatsächlich auch eure Anfragen, die ihr mir dazu schreibt. Ob wir gemeinsam solch einen, also Frau M, da, Frau M trägt immer noch Poncho. Ich habe sie noch nicht umgezogen.
trägt immer noch Poncho und erinnert mich immer noch dran, was ich auch machen möchte. Ich möchte noch also ähnlich mit anderem Muster und so ähnlich, aber mit einer speziellen Farbverlaufsbobbelwicklung. Oh, ich bin keine Bobbelwicklerin. Ich suche dann wieder jemanden. Ich habe aber schon jemanden in Aussicht und auch da können schöne Dinge kommen. Auch so einen Poncho wollen wir dann, wenn ihr mögt, gerne gemeinsam stricken. Es dauert aber. Sag ich heute etwas anderes als ich möchte. Ich weiß nicht, warum ich mit anfange. Es dauert aber andauernd. Ne? Das ist heute mein Liebling. Dann hatte ich nämlich noch die Anfrage, ob wir gemeinsam einen Raglan von oben stricken könnten. Und auch das habe ich tatsächlich auf meiner To-Do-Liste und unter meinem Tisch, der dort steht, steht ein großer Korb mit einem angefangenen Cardigan, wollte ich wieder sagen. Ich möchte ja so gerne bei deutschen Wörtern. Es lässt sich ja nicht vermeiden, dass ich auch englische Wörter einstreue, weil ich auch nach englischen Anleitungen arbeite und ich auch mit zwei Damen arbeite, die eben, oder drei jetzt sogar, die sehr viel Wolle für ihre Shops eben aus dem englischsprachigen Raum bekommen. Da bleibt es ja nicht ganz aus. Trotzdem überlege ich häufig, wie kann ich es auf Deutsch ausdrücken? Also darunter steht ein Korb mit einer Strickjacke. Und nein, die hole ich heute noch nicht raus. Das lassen wir mal gebunkert, weil sonst muss ich nachher zu viel aufräumen und habe zu viel. Was stricke ich jetzt als erstes? Das darf noch ein klein bisschen ruhen, weil ich noch ein wenig drüber nachdenke. Und dann habe ich auch schon mal wieder fürs nächste Mal was zu zeigen. Ja, und dann wollte ich noch gern erzählen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe dann heute mal geguckt, wie das so für mich bei YouTube aussieht. Und ich bin so geflasht, habe ich schon gesagt, von den vielen Abonnenten. Und ich habe mir ja wirklich was ausgesucht, ausgedacht, ausgelost. Nein, ich möchte mal was auslosen, wenn ich dann. Und jetzt kommt mir so eine Knallidee, eben auch vorhin in der Küche. Also, ob das wohl möglich ist, dass ich bis zu meinem nächsten Video, oder ich sag mal besser, ich meine, ich weiß ja nicht, wann ich das nächste Video mache. Ich bin ja in keinem festen Rhythmus. Auch das habe ich schon mal erzählt. Es soll mir Freude machen. Und nicht in Zwang ausarten von wegen, ach, heute ist ja und heute muss ich ja und egal wie ich drauf bin und dann kommt da vielleicht nichts Schönes bei raus. Ich muss da wirklich Spaß haben und mir muss danach sein und dann komme ich in einen Fluss und dann sabbel ich. Ja, von daher, ich habe keinen festen Rhythmus. Dieses Video ist, glaube ich, jetzt schon wieder 14 Tage her, also so in etwa wohl. Aber 14 Tage. Also machen wir es mal so, besser in 4 Wochen. Vielleicht habe ich dann in 2 Videos weiter. Und wenn ich es einmal nicht schaffe, dann habe ich es nach 3. Aber machen wir mal so in etwa 3, 4, 5 Wochen. Ich halte das jetzt echt schwammig, aber zu euren Gunsten, sag ich mal. Ich bemühe mich, so circa in 14 Tagen wieder online zu gehen und dann machen wir das fest, ne? Bis dahin könnt ihr aber schon fleißig dran arbeiten, dass ich mein Ziel mit eurer Unterstützung erreiche und dass ich dann diese Aktion, die ich mir jetzt schon so wieder im Köpfchen zurechtgelegt habe, starten kann. Also, wenn wir bis zum zweiten Video in circa 3, 4, 5 Wochen, je nachdem, wann ich das dann hochlade, 1000 Abonnenten habe, dann starte ich eine Verlosung. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich was Schönes für euch finde. Einen schönen handgefärbten Wollstrang. Irgendeine Kleinigkeit, ein Buch, das ich vielleicht auch zwei gewinne oder drei. Ich muss mal gucken, es
ausreift. Also es kam mir ja erst überhaupt dieser Gedanke, weil ich vorhin gedacht habe, oh wow, so viele Abonnenten, wie schön. Und wenn ich doch noch ein paar motivieren kann, dieses kleine Button zu drücken, heißt das dieses kleine oder diesen kleinen? Ich weiß wieder nicht. Setzt mal das Richtige ein. Ich weiß wieder nicht. Wenn ich einfach lossabbel, dann haue ich ja auch manches Mal grammatikalisch etwas nicht gerade so Wertvolles raus. Das beste Beispiel ist, es ist mir neulich aufgefallen, dass ich von früher, ich habe es halt nicht anders gelernt, wir wussten es nicht anders, aber hier oben, ich sag mal, höre ich das oft, das Knollwolle. Das heißt doch aber der Knollwolle. Und solche Sachen. Jetzt weiß ich wieder nicht, heißt das das Button oder der Button? Also setzt bitte das Richtige ein, damit ihr wisst, was ich meine. Und ja, wollte jetzt gerade sagen, böse Kommentare dürfen da bleiben, wo sie hingehören. Manchmal sabbelt man einfach drauf los. Das ist ja wieder wie dieses Wort sabbeln, haben wir ja auch uns schon so oft, ne? Mich darüber ausgelassen, mich mit euch und drüber unterhalten. Hier in Deutschland sagen das ganz, ganz viele Leute. Und da ist das nichts Böses, sonst würde ich das ja nicht sagen, ne? Und vielleicht können wir ja auch die Eigenheiten und Eigenarten so regionenspezifisch, mundartmäßig, dialektmäßig, ist doch wurscht, Hauptsache, wir haben unseren Spaß daran. Und ich zum Beispiel, ich höre sehr, sehr gerne das Schwäbische. Also ich will jetzt niemanden bevorzugen oder jemanden dadurch benachteiligen, aber ich höre das halt einfach gern. Ich höre aber auch gern, wer so richtig platt snackt. Kann ich ja nicht, ne? Oder Hamburg. Wenn man das hört, dann weiß man, ah, Hamburg oder so zumindest die Gegend. Finde ich spannend. Ich finde das interessant. Ja, so, da habe ich jetzt wieder viel von mir privat gesammelt. Da auf dem Tisch steht auch noch ein Teststrip. Und der ist ja wieder geheim. Den kann ich ja nicht zeigen. Der kommt dann wieder zur Veröffentlichung. Dann habe ich da letztens, beim letzten Video habe ich da hinten mir auch auf meinen Tisch gezeigt und gesagt, und da steht ein Geheimprojekt. Und das Geheimprojekt steht jetzt da, dass ihr es richtig sehen könnt. Mal gucken, kriege ich meinen Finger? Da, 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 da. Nee, da, da steht es. Ich habe Orientierungsschwierigkeiten. Liegt an meiner Rechts-Links-Schwäche und an meiner Gleichgewichtsthematik durch meine, ne? Die zwei Buchstaben. Also, es ist kein Geheimprojekt mehr. Habe ich die Tage beschlossen. Hat mir eine liebe Strickbekannte nochmal hilfreich unter die Arme gegriffen, mich nochmal zu ermuntert, dass ich doch das jetzt so sehen könnte, wie ich das ja sehe und dass ich dazu stehe. Ich mache das jetzt so. Ein paar Socken und die gehen jetzt in den Teststrick in Kürze. Also mein Aufgeschriebenes sieht erst einmal wunderschön aus. Dann fange ich an, aus meinen Ideen etwas hoffentlich Brauchbares zu formen. Und indem ich forme, kommen ja Ideen oder, ach so, funktioniert das nicht? Oder das sollte ich vielleicht doch mal besser noch anders machen. Ups, ja, wusste ich ja, muss ich doch aufstehen, hätte ich es auch gleich tun können. Und dann sehen meine Aufzeichnungen nämlich gar nicht mehr schön aus, weil ich ja das dazwischen schreibe, was durchstreiche, was an die Seite male. Also das sind dann schon, ja, recht wüste Aufzeichnungen. Soll ich euch die auch mal zeigen? Wollt ihr sowas sehen? Nee, ne? Wollt ihr nicht sehen? Oder doch? Habe ich hier sowas griffbereit? Dann muss ich ja noch mal rumtouren. Doch, ich toure noch mal. Jede Bewegung hält ja. Also dieses geht ja eigentlich. Ach nee, das ist ja auch das Tuch. Das war ja nicht so schwierig. Aber die Socken.
Mal gucken, wo ich die angefangen habe. Da habe ich dann also extra ein Buch. Ich habe ein Buch extra nur für Ideen und dann, wo ich meinen Anleitungen drin arbeite. Und dann habe ich noch etwas, wo es fertige Projekte gibt und die fertigen Anleitungen, was dann richtig schön aussieht. Das zeige ich euch dann auch irgendwann mal. Mal gucken, wo ich angefangen habe. Ich weiß, irgendwo ganz vorne und dann bin ich nach hinten gesprungen. Also das waren dann so meine ersten. Sieht schlimm aus, ne? Aber ich bin jetzt wenigstens schon mal so weit. Ich bin nicht mehr bei einzelnen Zetteln, sondern wenigstens schon mal bei einem Ringheftchen und bei einer Kladde. Ne? Und dann sieht das so aus und dann wird da ein wenig drin gestrichen und ja, so. Dann kommen mir die Ideen. Und dann habe ich die erste Socke fertig. Dann stricke ich die zweite. Dann schreibe ich die Anleitung ordentlich. Und dann werden die Tests gestrickt. Und nachdem wir dann alles nochmal durchgegangen sind, korrigiert haben, dann kann das langsam mal online gehen. Ja, und wie gesagt, jetzt mein Projekt geht dann irgendwann die Tage, wenn ich die Anleitung dann hiervon übersetzt ordentlich habe in den Teststrick. Und dann könnten wir, und dann könnten wir gemeinsam Socken stricken. Das gibt es dann also eine Anleitung, wie ihr das schon von meinem Tuch kennt. Dann könnt ihr euch entweder, wenn ihr die Papiermenschen seid, so wie ich es auch bin, ich brauche immer Papierunterlagen, wo ich was zuschreiben kann, wo ich was draufschreiben kann, wo ich lese. Wenn ich dann noch eine Begleitung habe, umso besser. Jedenfalls könnt ihr dann euch die Anleitung besorgen und wer eben keine Anleitung braucht, und das dann mit kleinen Videos. Also ich werde nicht die ganze Socke von vorn bis hinten mit euch stricken, sondern nur in kleinen Abschnitten. So wie ich das Bündchen gestrickt habe, dann wie ich das Muster gestrickt habe, dann die Ferse ist nämlich eine besondere, die Spitze eine besondere. Und ne, rundherum läuft das Muster. Dann können wir das gemeinsam stricken. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr da überhaupt Interesse dran habt. Ob euch das Spaß machen würde. Ja, und dann verrate ich euch auch noch, woraus die entstanden sind. Das ist einmal ein Unigarn in, ich sag immer Blau dazu, ist es aber nicht. Ich glaube, es schimpft sich Petrol. Habe ich mir das hier zugeschrieben? Also es ist auf jeden Fall eine Opalwolle, Opal-Uni. Und das ist die bunte, auch von Opal. Da stecken übrigens meine Nadeln, dass ich gleich das zweite Paar annadeln kann. So, von Opal ist das die Herbstmelodie. In der Farbe 111,25. Und dieses war das Uni in Farbe 51,87. Wen das interessiert. Und ob das jetzt blau ist, ich dachte, ich habe es mir aufgeschrieben. Petrol. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Also es nennt sich nicht blau, sondern Petrol. Hat ja doch einen Wert, wenn man so eine Kladde hat. Ja, ihr Lieben, das war, was ich erzählen wollte. Darunter habe ich noch Teststrick liegen. Also im Moment habe ich ziemlich viel wieder angefangen. Ne? Ich dürfte mal wieder was fertigstellen, merke ich gerade. Das war übrigens aber letztens auch schon mal so. Das ist irgendwo bei mir so drin. Ich sag mal, das ist so drin. Ende Dezember hatte ich auch sehr, sehr viele Projekte angefangen und Anfang Januar habe ich so nach und nach abgearbeitet und hatte dann auf einmal innerhalb von 10 Tagen, ich glaube, 4, 5 Projekte fertig beendet. Und jetzt war ich wieder im Neumodus. Jetzt darf ich erstmal ein bisschen was fertigstellen. Was nimmt ja sonst überhand, ne? Wenn ich jetzt so gucke, was ich hier so gerade vor mir auf dem Schreibtisch hier aufgebaut habe. Da hinten steht noch mein Körbchen, was ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Mit drei, warte mal, eins, zwei,
drei Projekten und einem Socken noch angefangen. Vier Projekten drin, aber da ist auch noch nichts passiert. Ja, es ist nach wie vor interessant. Was habe ich denn noch zu erzählen? Ach ja, etwas habe ich noch. Ach, das war auch etwas Spannendes. Ja, wenn ich mir dann doch hin und wieder mal so abendlich oder nächtens, wenn ich nicht gut schlafen kann, also ich kann in der Regel, wie soll ich denn das jetzt erzählen? Soll ich das überhaupt erzählen? Ja, ich habe angefangen, ne? Ist immer blöd, wenn man was anfängt und dann sagt, soll ich das überhaupt erzählen? Hätte ich mal vorher drüber nachdenken können. Ich habe, das ist natürlich so ein Kreislauf, den kennen ja auch viele, ne? Wenn tagsüber, es hängt auch ein bisschen mit meiner Erkrankung zusammen. Wenn ich tagsüber in so einen Erschöpfungsmodus komme, dann nehme ich mal eine kleine Pause. Das hat man mir immer gesagt und ich weiß das auch, das tut mir gut. Wenn ich das über eine längere Zeit gar nicht mache, mir nicht zugestehe, sondern drüber wegarbeiten, drüber weggehen will, hat das dann mal, ja, nicht so gute Auswirkungen, sagen wir es mal so. Also gönne ich mir doch schon, wenn möglich, eine Pause. Dann passiert mir das in letzter Zeit aber häufiger, dass ich denke, nur mal 10 Minuten, Viertelstunde mich hinsetzen und werde irgendwann wach. Ups, wie spät, dann muss ich ja jetzt geschlafen haben. Das Ende vom Lied ist aber, dann kann ich ja abends wieder nicht so gut, ne? Dann kann ich auch erstmal so einen Schwung schlafen. Dann werde ich wach. Und das kennen ja auch viele. Also, ich bin ja nun schon von jeher eine Nachteule gewesen. Das konnte ich natürlich in berufstätigen Zeiten mit Bürozeiten. Jetzt bin ich ja auch noch berufstätig, aber jetzt habe ich ja keine Bürozeit mehr. Kann ich mir selber einrichten. Aber mit Bürozeiten musste ich ja pünktlich aufstehen. Abgesehen davon, ich habe ja auch zwei Kinder, Kindergarten, Schule etc. Ne? Ist mir auch nicht schwer gefallen. Es ging. Es war halt einfach so. Natürlich, jetzt ist die Situation anders und es ist schön und ich kann dieses Nachteule eher auch dann doch mal ausleben. Ja, schlafen kann ich, könnte ich am besten so morgens. Ne? Wenn andere um 6 aufstehen und ich dann einschlafe, dann schlafe ich 3 Stunden. Dann haben andere 3 Stunden Turn hinter sich und ich fange an. Ja. Aber wisst ihr was? Meine Güte, ich habe jetzt ein Alter. Ja, das hört sich auch wieder schwierig an. Ja, ist aber so. Ich meine, es täuscht ja nicht. Ne? Man kann ja nicht drüber hinwegtäuschen. Aber warum soll ich mir denn da noch irgendeinen Stress antun? Ich nehme, wie es. Und dann passt schon irgendwie. Naja, ich wollte dahin kommen, dass ich mal wieder in so einem nächtlichen, ja, mit Stricken und mir mal wieder einen Podcast angehört habe. Ich kann jetzt aber gar nicht mehr genau sagen, welchen ich gehört habe. Doch, ich weiß es ganz genau. Weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich höre Schwäbische gerne. Hängt auch damit zusammen, dass unsere Jungs ja in Heilbronn leben. Und die habe ich zwar noch nie schwebeln gehört, ich müsste die mal fragen, wie das so langsam ist nach so 4 Jahren. Ich hatte aber auch eine oder. Ja, ich habe jetzt im Moment den Kontakt nicht mehr so. Frau Zauberglöckchen, die Susanne, die mir immer meine Lieblingswolle gefärbt hat und die ja nun leider nicht mehr färbt. Aus privaten Gründen. Wohnt in Stuttgart. Also auch da. Und da, ich habe, wenn ich so jemanden kenne und mit dem rede und spreche, telefoniere, dann möchte ich immer, dass der redet, wie er redet, weil ich es auch wirklich sehr gern höre. Und jetzt komme ich wieder auf diesen Podcast. Ihr merkt, ne, ich bin wieder immer in Kreis und mit Bogen und dann wieder zurück. Jetzt wollte ich doch da bei dem Podcast der nächtlichen Aktion weitermachen. Ich weiß es jetzt wieder. Ne? Schwäbisch und Stuttgart. Momas Welt. Heißt sie Momas Welt? Moma strickt? Meine Güte. Ich will es doch jetzt aber auch richtig sagen. Nein, wisst ihr was?
Monika, nur falls du siehst, entschuldige bitte, dass ich es jetzt nicht genau weiß, aber ich glaube, ich habe es ja richtig gesagt. Ich verlinke es aber auf jeden Fall hier drunter. Dann könnt ihr da mal selber reinschauen. Die macht auch immer so schöne Sachen und sie redet halt, ne, Schwäbisch. Und dann kannst du diese Ausdrücke auch lernen. Und die steht da auch zu und das finde ich wunderbar. Und durch die bin ich tatsächlich auf ein sehr interessantes Thema unserer Strickszene gestoßen, von dem ich hier, ich sag mal, auf dem Dorfe noch gar nichts mitgekriegt hatte. Aber man lernt ja immer dazu. Ja, und zwar ging es da um Stricknadeln. Jetzt stehe ich noch mal auf. Ich habe nämlich heute Stricknadeln bekommen, weil, ich gebe es ja zu, Mutter ist ja neugierig. Michael möchte das gerne wissen. Ich lerne gerne mal was Neues. Außerdem möchte ich auch ausprobieren, wie mir das von der Hand geht. Hier, meine, jetzt wieder Höchstchen über Stöckchen passt, ne? Hier Metallnadel. Na, nee, hier. Ach, jetzt mache ich mal wieder. Also jetzt braucht er wieder, ne? Geduld mit mir. Hier, wie früher, so die ganz ersten. Nachdem ich von meiner Oma, von der ich ja das Stricken gelernt habe, habe ich ja schon mal erzählt, kannte ich ja nur die langen Nadeln. Dann kamen die Rundstricknadeln. So, das eine Projekt. Dann, ich liebte sie, als sie kam. Da habe ich nämlich alle anderen verbannt, aber nicht weggeworfen, nur verbannt. Bambus. Strumpfstricknadeln im Bambus. Dann, ich weiß, ich will auch nicht keine Reihenfolge und keine Bewertung, gar nichts. Zinkstrumpfstricknadeln. Dann hier diese Kubiks, die quadratischen stricke ich sehr gerne mit. Dann diese Novelle mit den Riffeln. Kannte ich nicht. Habe ich euch beim letzten Mal erzählt, hatte ich mir von Frau Wasserwolle mitbestellt. Stricke ich jetzt das Tuch mit. Großartig für mich. So, und jetzt komme ich auf diesen Podcast und auf diese Geschichte zurück, die da beinahe ja an mir vorbeigerauscht wäre. Und wie schön, dass die Monika das erzählt hat. Und ich bin ganz neugierig. Ich hatte schon seit längerer Zeit diese Adikresi Trio und zwar hatte ich mir die auch im Bambus gegönnt. Und dann sind die, warum auch immer, wahrscheinlich doch in unserem ganzen Umzugs-, Umgestaltungs-, gut verpackt, weggepackt, an der Seite geblieben. Ich habe sie noch nicht gestrickt und als ich jetzt dann ihren Podcast gehört hatte, habe ich gedacht, ups, das gibt dir das die Gelegenheit. Du bestellst dir mal das nächste und dann werde ich ein paar hier mit Adi stricken und ein paar hier mit Neko-Nadeln. Und das war dieses, was ich eben erzählt hatte, was beinahe an mir vorbeigegangen wäre, wenn dann nicht mal so eine Info in einem Podcast gekommen wäre. Und zwar hat Adi, ich mache es mal kurz und auch gar nichts, ja, hat wohl Adi seinerzeit versucht, Neko zu untersagen, diese Nadeln zu vertreiben. Hat auch Einzelhändlern angegeben, sie möchten die nicht vertreiben. Und da ist Neko gegen angegangen und hat dieses eine Patent jetzt wohl vor Gericht gegen, also Adi hat nicht mehr wohl Patent. Jedenfalls Neko darf weiter verkaufen. Alles andere bitte ist nicht meins. Ich bin nicht Jurist, ich bin nicht Patent, ich brauche da keine Stellungnahme. Ich bin weder für den einen noch für den anderen. Ich bin in dem Fall einfach eine Strickbegeisterte, die jetzt wissen möchte, wie stricke ich hiermit, wie gehen mir die von der Hand und gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen hier und zwischen da? Ja, und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne mal in meinen nächsten oder
weil ich jetzt gerade so viel habe. Über nächstes Sammelvideo reinschauen. Über diese Geschichte werde ich bestimmt berichten, weil die interessiert mich auch so brennend. Ich werde natürlich auch über alles andere weiter berichten. Wie gesagt, ich weiß nur nicht, ob es dann in einer Woche, in 10 Tagen, in 14 Tagen oder in 3 Wochen sein wird. Ist ja auch immer ein bisschen so dem privaten Umfeld geschuldet. Beim letzten Mal habe ich mich da ja ein bisschen sehr über viel Privates ausgelassen und kann also heute nur sagen, die Situation ist nicht sehr viel anders. Eigentlich hätte diese Woche, also es ist jetzt, Moment, jetzt muss ich gucken, Donnerstagabend, na Abend, es ist dunkel, Nacht. Und eigentlich hätte mein Mann schon am Dienstag wieder ins Krankenhaus gesollt. Aber es werden keine Patienten aufgenommen, keine Betten, Krankenhaus dicht, wo er hin soll. Und nun gucken wir von Tag zu Tag. Gestern sollte schon Hausärztin kommen, hat nicht funktioniert, sind wohl alle im Dauereinsatz. Da ist ja, also es geht ihm nicht gut, es geht ihm aber auch nicht so schlecht, dass ich jetzt. Also ein Notruf, wo man diese berühmte 3 Zahlen wählen muss. 3, ja, das ist es dann ja Gott sei Dank eben nicht. Nun warten wir mal, wie es sich entwickelt. Dann hatten wir heute die Nachricht gekriegt, es meldet sich jemand. Das hat leider auch nicht stattgefunden. Nun warten wir wieder auf morgen. Und wenn, dann ist Wochenende und dann hängt mir das wieder so ein bisschen. Was kommt am Wochenende? Es ist schon hin und wieder, kommt dann schon mal so hoch. Ja, wenn jetzt, ne, was mache ich dann? Ja, dann muss ich die Nummer wählen, das weiß ich, aber die wählt man ja nicht. Also, die wählt ja niemand auch zum Spaß. Ne? So, und von daher drücke ich mir natürlich selber uns hier selber die Daumen. Von daher weiß ich aber auch nie genau, wie und was da alles, weil, wie gesagt, ja, nun auch immer mein Thema. Und ich dann auch zwischendurch mal meine Pausen ein bisschen einlege, wenn ich eben doch merke. Und wenn ich müde bin, dann schlafe ich, weil ich weiß, dass es mein Körper braucht. Ja, und vorhin habe ich dann eben auch noch erfahren, dass eine Strickbekannte eben auch solch eine Diagnose erfahren hat. Eine andere Strickbekannte hat mich vorhin auch schon angeschrieben. Da werde ich mich jetzt eventuell jetzt noch oder morgen früh dann gleich mal ein bisschen schauen, inwiefern ich da auf jeden Fall werde ich reagieren, mir überlegen, wie ich reagiere, ob ich da vielleicht unterstützend etwas sagen kann. Schauen wir mal, auf jeden Fall ja schon eben, dass man wissen möchte, wie geht es demjenigen. Und ja, aber ihr kennt das, da bin ich mir ganz sicher. Alle, die mir jetzt hier zuschauen, wissen ja auch, es hat ja jeder so seine Themen. Die etwas jüngeren Leute, die im Beruf stehen mit einer, ich stehe auch noch im Beruf, ne? Die in einem Beruf stehen, wo sie zu gewissen Zeiten ihre Leistung bringen müssen. Es ist heute so. Es war schon immer so. Wir mussten das in jungen Jahren auch. Die sind auch gefordert. Ja? Und deshalb denke ich immer, versuchen wir doch, ach, nicht nur denken. Ich möchte das wirklich leben. Versuchen wir doch mit diesen Kleinigkeiten uns selber ein wenig Mut und Freude zu geben. Und sei es nur mit Nadeln ausprobieren, mit einem Tee. Oder mit schönen Stricksachen, mit feiner Wolle, die man bekuscheln kann. Übrigens war ich von dieser hier auch angenehm überrascht. Also mit Glitzer, ne? Ich kenne das ja noch von früher, da waren die ja manchmal so ein bisschen kratzig. Ganz weich, bin gespannt, wie die sich stricken lässt. Also lasst uns versuchen, mit diesen kleinen, schönen Dingen uns zu beschäftigen. Und das war dann jetzt mein Abschlusswort. Ich danke euch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit mir, mit mir und meinem Gesabbel und von Höckschen über Stöckschen, wie ich immer sag. Und dann bitte noch mal zurück.
Und mit dem, was ich euch zeigen konnte, mit den Ausblicken, was wir gemeinsam auch machen können, wenn ihr denn Interesse habt und wenn ihr denn die Möglichkeit mir zugesteht, es mir so einzurichten, dass auch ich weiterhin da meinen Spaß dran haben kann, dann gibt es doch nichts Schöneres. Also ihr Lieben, egal wo ihr mich schaut, schreibt gerne auch, wenn ihr mal mögt, woher ihr schaut, ist doch auch interessant. Egal woher ihr mich schaut, egal ob ihr mich das erste Mal gefunden habt oder schon länger bei mir seid, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt oder werdet gesund und wer nicht mehr so ganz gesund werden kann, wer sich da in so eine chronische Geschichte reinfinden, ja, muss. In dem Fall ist es muss. Ich wehre mich immer so gegen dieses Muss. Ja, was muss ich denn? In dem Fall muss ich es wohl. Oder? Was meint ihr? Muss man? Ist egal, höre ich mal auf zu sabbeln. Also, dann wünsche ich euch jedenfalls alles Gute dafür und viel Kraft und Mut. Und lasst uns die Nadeln schwingen. Es tut mir gut und ich hoffe euch auch. Bis bald. Alles Liebe für euch. Tschüss.